Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zum F1 Manager. Wir sind heute beim 6. Rennen der Saison und zwar in Spanien beim großen Preis von Barcelona. Mann, jetzt verkacke ich das schon wieder, aber naja, ihr wisst alle, wo wir unterwegs sind. Zuletzt hatten wir in Miami die stärkste Leistung, das stärkste Ergebnis der bisherigen Saison und daran gilt es auf jeden Fall anzuknüpfen. Ich möchte wieder mit beiden Autos Punkte holen, möchte mindestens einen Fahrer in Q3 bekommen und glaube auch, dass wir da ganz gute Chancen haben werden. Lando konnte sich beim letzten Mal einen Skillpunkt oder Entwicklungspunkt ergattern, den wir direkt investieren, um ihn ein bisschen zu verbessern. Ich würde gerne mal wieder seine Abwehr upgraden, weil das einfach mit Abstand sein schlechtester Wert ist. Also werden wir vermutlich alle Skillpunkte, die hier reinkommen, in die Abwehr packen. Erstmal zumindest, bis die irgendwie bei 80 oder so angekommen ist. Und da wir jetzt schon bei unseren Fahrern sind, bleiben wir doch auch in diesem Bereich. Es wird nämlich einen Fahrerwechsel hier in unserem Team geben. Allerdings betrifft das nur unseren Reservefahrer Stoffel van Dorn. Ich habe mir nämlich gedacht, dass es eigentlich relativ unnötig ist, den hier im Team zu haben. Der hat zwar in den paar Trainingssessions, die wir ihm schon gegeben haben, einen ganz guten Job gemacht. Das war nicht schlecht oder so, aber der Kerl ist 30 Jahre alt, hat nur eine Bewertung von 72, hat nicht mehr das krasse Entwicklungspotenzial. Also wenn man ehrlich ist, wird der jemals Stammfahrer bei uns? Nein, absolut nicht. Und deshalb ist es vermutlich sinnvoller, hier einen neuen Fahrer anzustellen, einen jungen, talentierten Fahrer, den wir entwickeln können, den, ja, bei dem es wirklich was bringt, ihm diese Zeit im Training zu geben. In der Hoffnung, dass er dann irgendwann gut genug ist, um eventuell als Stammfahrer bei uns unterwegs zu sein. Außerdem kostet uns Van Dorn auch 700.000 pro Jahr. Das ist schon ziemlich viel, wie ich finde. Und die Kosten für den Vertragsbruch wiederum sind aber relativ gering mit etwas über 200.000. Die kann man schon verkraften, wenn man stattdessen jemanden hier im Team hat, der, ja, der uns wirklich weiterbringt. Und die Entscheidung ist da, ja, gefallen auf Oscar Piastri. Das ist sehr, sehr langweilig, so die Standardentscheidung. Der wurde ja auch vor wenigen Tagen als McLaren-Pilot für die kommende Saison im Real Life verkündet. Aber es macht einfach Sinn. Das ist so ein Megatalent. Ist gerade mal 21 Jahre alt, der Typ. Der ist 2 Jahre jünger als ich. Hat jetzt schon eine 75, hat ein gigantisches Potenzial. Also, ja, macht das einfach nur Sinn, den zu versuchen zumindest hier anzustellen als Reservefahrer. Ich glaube aber nicht, dass er was dagegen haben wird. Der ist aktuell ja auch nur Reservefahrer bei Alpine. Also, ja, hat er bestimmt nichts dagegen, Reservefahrer zu sein zumindest. Wir müssen ihm nur ein gutes Gehalt bieten. Lassen den jetzt aber erstmal für 10 Tage scouten, sodass wir Informationen bekommen über sein aktuelles Gehalt. Und dann kümmern wir uns da um die Vertragsverhandlung. Das wird aber noch vor diesem Rennwochenende gehen können. Oh, wir wollten dir dazu gratulieren, dass du unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hast in Miami mit dem doppelten Punkteergebnis. Das freut mich doch sehr. Das ist noch das mit den Frontflügeln, da wissen wir ja schon Bescheid. Mir ist aufgefallen, dass ein paar unserer Ingenieure auch Entwicklungspunkte gesammelt haben, so wie Lando. Und die nutzen wir natürlich direkt, verbessern einfach jeweils den schlechtesten Wert. Einmal beim guten Ben Watkins hier und dann auch bei Mitchell Kummer, unserem Leiter der Aerodynamik. Was, der ist 52? Alter, hat sich gut gehalten, der Mann. Was ist denn sein schlechtester Stat? Entweder das hier oder das hier. Entscheiden wir uns einfach mal für diesen Bereich. Oh, und das bringt auch seine Gesamtbewertung von 75 auf 76. Das ist doch cool. Uns wird empfohlen, unsere Höchstgeschwindigkeit ein bisschen zu verbessern. Ich bilde mir aber ein, dass da doch schon was in Arbeit ist, oder? Bei unseren Projekten. Ja, wir haben ein neuer Unterboden, war das ja gut. Ob der jetzt großartig den Topspeed verbessert? Ich weiß es nicht. Der Luftwiderstand wird ein bisschen reduziert, wodurch der Topspeed ja erhöht wird. Aber wenn wir darauf hingewiesen werden, müssen wir uns mit den kommenden Upgrades wirklich explizit um den Topspeed kümmern. Vielleicht empfiehlt es sich da, den Heckflügel mal zu upgraden oder so. Sodass da der Luftwiderstand geringer wird, keine Ahnung. Da müssen wir dann einfach mal schauen. Unsere neue Tourzentrale ist jetzt fertig. Das hat, glaube ich, lediglich zur Folge, dass wir, genau, wöchentlich mehr einnehmen, was natürlich sehr cool ist. Oh, wir sollen mehr Frontflügel fertigen von den neuen, die da beim letzten Mal fertig geworden sind. Ja, komm, dann machen wir das doch, wenn es uns schon empfohlen wird. Lassen da nochmal 4...
4 sind viel, ne? Aber das kann nicht schaden. Frontflügel gehen so schnell kaputt. Da werden wir auf jeden Fall einige brauchen. 400k kostet uns das. Nun sind auch die ganzen neuen Seitenkästen fertig. Am Auto hatten wir da ja aber ohnehin schon zwei Teile. Das sind, glaube ich, noch zwei weitere, die da jetzt fertig geworden sind. Und unsere Forschung in der Chassisabteilung ist jetzt fertig. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich noch nicht hundertprozentig verstanden habe, wie das mit dieser Forschung funktioniert. Das ist verdammt wichtig für die kommende Saison, das weiß ich. Man sieht jetzt hier auch Forschungsprojekte abgeschlossen 1. Wir werden das regelmäßig machen müssen, definitiv. Aber ja, wie genau das dann das Auto für die kommende Saison verbessert, keine Ahnung. Obwohl, die Frage hat sich jetzt eigentlich schon erklärt. Ich müsste mir das halt mal genauer anschauen. Hier auf der linken Seite sieht man unser Auto, wie es ohne Forschung sein würde in der kommenden Saison. Und auf der rechten, wie es mit Forschung werden würde. Und wir forschen jetzt auch direkt beim Frontflügel. Nachdem wir das Chassis zuletzt schon gemacht haben, hauen hier ordentlich CFD-Stunden rein. Man sieht hier auch neuer ATR-Zeitraum 40 Tage. Das heißt, wir haben noch 40 Tage, um diese 5,1 CFD-Stunden wegzuballern. Dasselbe gilt dann auch für die Windkanalstunden. Hauen wir mal 3 hier rein und von den Windkanalstunden auch einige, vielleicht 30 oder so. Der Forschungsfokus kann ruhig auf ausgeglichen bleiben. Ingenieure lassen wir alle 5, die aktuell verfügbar sind, daran arbeiten. 700k kostet uns das. Ja, aber je mehr wir da jetzt reinstecken, desto leichter werden wir es in der kommenden Saison haben. Das ist völlig klar. Unsere Tourzentrale, die eben schon ein Upgrade erhalten hat, können wir ruhig noch mehr upgraden. Die sind so billig, diese Upgrades. Und man bekommt dadurch halt nur mehr Kohle, hat keine negativen Folgen. Okay, die Kosten werden auch ein bisschen höher, aber das lohnt sich trotzdem definitiv. Somit upgraden wir das hier. Dann gibt es doch bestimmt auch noch andere relativ günstige Upgrades. Oder ja, hier, der Hubschrauberlandeplatz, der ist auch schon auf Stufe 3, also richtig hoch. Aber den können wir gut und gerne auch auf Stufe 4 bringen. Die Wetterstation, nee, das ist mir ein bisschen teuer, so 2 Millionen. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, komm, lassen wir das jetzt mal. Aber das sind immerhin zwei weitere Einrichtungs-Upgrades, die uns erwarten werden. Das Scouting von Piastri ist jetzt abgeschlossen und somit wird es für dich hier jetzt ganz bitter, lieber Stoffel. Sehen wir denn jetzt, was der zuvor verdient hat bei Alpine nach diesem Scouting? Oder hätte man dafür ein detailliertes Scouting machen müssen? Ich weiß es nicht. Das kann gut und gerne sein, aber na gut. Also Stoffel hat jährlich wie viel von uns bekommen? Irgendwas mit 700 war, 710.000, dann kann Oscar doch nicht viel dagegen haben, wenn wir dem mal 800.000 bieten oder so. Und das ist er mir auch wirklich wert. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den irgendwann mal im Team hier fahren lassen. Ja, 800.000 sind schon viel für einen Reservefahrer, ja. Aber es ist halt nur ein bisschen mehr als das, was wir ohnehin schon gezahlt haben. Und jetzt kann uns das wirklich auf lange Sicht etwas bringen. Deshalb macht das schon Sinn. Davon gehe ich mal aus. Wir bieten ihm einen Platz als Reservefahrer, das ist klar. Mal für 2 Saisons oder so, mehr als eine ist, denke ich, eine nette Sache. Und dann schauen wir doch mal, was er zu diesem Vertrag sagt. Ist Oscar damit schon zufrieden? Ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Das würde er annehmen. Der war nicht so ganz zufrieden mit der Vertragsdauer, hätte vermutlich gerne einen etwas längeren gehabt und er hätte auch gerne einen Startbonus gehabt. Ja, aber komm, 800k pro Jahr, da sagt man, glaube ich, nicht viel gegen. Stellen wir ihn ein. Sorry für Stoffel, aber ja, der bringt uns halt einfach nicht weiter. Neuer Fahrer eingestellt. Das Top-Talent schlechthin gerade in der Formel 1. Oscar Piastri, herzlich willkommen. Wir werden den auch direkt an diesem Wochenende mal im Training antreten lassen, damit er sich entwickeln kann. Und dann ist er definitiv ein Kandidat für ein Cockpit, eventuell schon in der nächsten Saison. Das ist nun nach allen 3 Trainingssessions aus den Setups geworden. Bei Daniel haben wir immerhin 82% Setup-Vertrauen. Bei Lando müsste es in einem ähnlichen Bereich sein. Allerdings habe ich da kurz vor dem Ende der Session eine kleine Änderung vorgenommen, weshalb hier noch ein Fragezeichen steht. Aber das sollte klar gehen. Und dann geht es nun auch schon rein in das Qualifying hier in Barcelona. Das ist eines der wichtigsten der gesamten Saison, weil das Überholen verdammt schwer ist auf dieser Strecke. Ich würde es ganz gerne mal schaffen, hier in Q1 wirklich sicher nur einen Run zu benötigen, ohne irgendwie zittern zu müssen. Das Auto hat das eigentlich drauf, aber bislang kam da
immer irgendwas dazwischen. Entweder waren die Jungs einfach so nicht ganz schnell genug auf Anhieb oder es war Verkehr im Weg oder irgendwas. Irgendwas war immer. Vielleicht ja heute nicht. Das wäre sehr cool. Diesmal sieht das mit dem Verkehr ganz gut aus. Es sei denn, jemand entscheidet sich, auf dem letzten Drücker hier noch auf die Strecke zu fahren. Aber nein, das ist nicht der Fall. Wir haben den Alpine ziemlich nah vor Daniel, aber der ist auch auf einer Hotlap. Somit wird das absolut nicht zu einem Problem werden. Keiner unserer beiden hat einen lila den ersten Sektor, aber es fährt auch zum Beispiel schon so ein Lewis Hamilton da vorne. Der ist natürlich schneller als wir. Das ist ja völlig klar. Hinein geht's jetzt in den dritten Sektor, in die neue Haarnadelkurve hier, die vor ein paar Saisons noch ein bisschen anders war. Das sieht alles ganz gut aus. Verkehr war nicht im Weg. Also dürften die Zeiten im Normalfall direkt gut genug sein, um uns in Q2 weiterzubringen. Wer ist denn schneller? Es ist natürlich Lando um diese typischen paar Zehntel. Ja, und Ocon ist hier auch davor. Das gefällt mir nicht so sehr. Allerdings ist es, glaube ich, nicht katastrophal. Ich hoffe es zumindest. Na, es geht. Von den Positionen her standen wir auf jeden Fall schon mal besser. Dann nur Platz 12 für Lando, nur Platz 13 für Daniel. Aber wir haben 19. Vorsprung auf den 16. Somit wird da eigentlich nichts mehr anbrennen. Wir werden beide aber nochmal rausschicken. Allerdings nur mit diesem gebrauchten Reifensatz. Vielleicht können die sich ja selbst mit dem noch ein bisschen verbessern. Diese Reifen sehen nämlich auch noch richtig gut aus. Haben gerade mal 7% Verschleiß, wenn man so möchte. Das ist mir auch im Training schon aufgefallen. Heute könnte wirklich vielleicht irgendwie so eine Soft-Hard-Strategie gut machbar sein. Der Verschleiß auf dieser Strecke ist absolut nicht hoch. Oh, das haben wir jetzt mal gut getimt. Unsere Jungs sind die ersten beiden, die die zweite fliegende Runde hier in Q3 setzen werden. Es wird kein Verkehr im Weg sein, kein gar nichts. Jetzt kommt es wirklich nur auf unsere Jungs an. Daniel kriegt schon mal im ersten Sektor nicht so viel auf die Reihe. Ist ein bisschen langsamer als vorhin, während Lando sich zumindest steigern kann. Es ist ein grüner Sektor, das sieht man immer ganz gerne. Eventuell greift bei ihm auch so ein bisschen der Windschatten auf den Teamkollegen. Aber keine Ahnung, im zweiten Sektor ist das Spielchen aus dem ersten jetzt übrigens umgedreht. Da war Daniel ein bisschen schneller als vorhin, während Lando nicht ganz an seine beste Zeit rankam. Letzte Kurve und dann geht's über die Linie. Hat er sich verbessert? Ich glaube, er hat doch minimal. Lando auch minimal. Von den Positionen her hat das nicht viel gebracht. Aber der Vorsprung ist immer noch sehr gut. Oh oh. Obwohl sich da jetzt noch mal jemand gewaltig steigern konnte. Ich hoffe aber mal, dass es das war. Also den Astons und Williams traue ich eigentlich nicht so viel zu. Und das auch zu Recht. Wir kommen weiter auf der 12 und auf der 15. Von einem guten Q1 kann hier aber absolut nicht die Rede sein. Oh, Leclerc, der hier gerade Erster war, hat übrigens eine Gridstrafe bekommen. 85% Setup-Vertrauen sind es übrigens bei Lando geworden. Das sind jetzt keine Über-Mega-Werte, aber die sind halt ganz gut, so wie immer. Daran kann diese schlechte Leistung eigentlich also nicht liegen. Okay, los geht's. Erster Run hier in Q2. Wir haben noch an beiden Autos zwei frische Softsätze, die wir vermutlich auch brauchen werden, um auch nur den Hauch einer Chance auf Q3 zu haben. Daniel ist hier mal wieder vorne unterwegs. Ich weiß nicht, ich schicke den automatisch immer zuerst los, weil der hier links ist. Das hat keinen größeren Grund. Ist aber auch, glaube ich, weder ein Vor- noch ein Nachteil. Was kriegen die beiden hier hin? Es muss mehr kommen als in Q1. Ansonsten sind wir draußen. Die Zeit müssen, boah, ich weiß nicht, so eine, ja, in Richtung der 19.0, wollte ich gerade sagen, müssen wir kommen. Die hat Bottas hier gerade hingelegt, der zwischenzeitlich auf Position 1 ist. Daniel jetzt über die Linie, das ist weit weg von der 19.0. Lando ist da ganz nah dran, das ist eine 19.3 oder sowas, gar nicht so schlecht. Und nachdem jetzt jeder eine fliegende Runde setzen konnte, sogar ausreichend, um für den Moment innerhalb der Top 10 zu sein. So ein Perez hier, von dem wird mehr kommen. Der muss irgendeinen Fehler gehabt haben auf seiner Runde. Also ist Lando sozusagen Elfter, obwohl Perez natürlich auch erstmal eine Runde hinbekommen muss. Ja, wer weiß, es fehlt nicht viel auf die Autos hier vor. Gasly ist mal wieder in unserem Bereich, mit dem wir es schon häufig zu tun hatten. So ein Ocon auch, Bottas, Alonso, das sind so die typischen Leute. Es muss aber eine Verbesserung her, das ist klar. Ah nein, da habe ich Schwachsinn erzählt vorhin. Bei Lando haben wir leider doch keinen frischen Reifensatz mehr, aber der sollte auch noch einiges hergeben. Es ist Zeit für eine Entscheidung hier in diesem zweiten Qualifying. Wir sind onboard mit Lando Norris, dem ich es eher zutraue, hier in Q3 zu kommen, als Daniel.
Ich bezweifle, dass wir es mit beiden Autos schaffen und da Lando am gesamten Wochenende schneller war. Ist das halt einfach wahrscheinlicher, dass er es schafft. Leider bei beiden unserer Jungs, aber keine Verbesserung im ersten Sektor. Das könnte teuer werden. Paris, also der wird hier vorkommen. Und ein paar andere sind auch nicht so weit dahinter. Magnussen jetzt immerhin über die Linie und der konnte sich nicht verbessern. Tsunoda tut das allerdings. Lando und Daniel jetzt aber mit Verbesserungen im Mittelsektor. Der dritte muss auch noch passen und dann reicht eine Verbesserung von 1-2 Zehntel bei Norris, um es doch noch in die Top 10 zu schaffen. Letzte Kurve, Daniel verbessert sich nicht großartig, Lando auch nicht großartig. Es war eine Position und ist am Ende Platz 12 und Platz 15 bei Ricciardo. Schade, hat nicht viel gefehlt, so eine Zehntel oder so, aber leider hat es diesmal nicht ganz gereicht. Beide erwischt es hier in Q2. Es ist Renntag und die letzten Vorbereitungen laufen. McLaren hat im Qualifying eine passable Leistung gezeigt. Eine solide Startplatzierung und das Potenzial für gute Rennergebnisse ist sicherlich vorhanden. Rein geht's in die Strategien. Die werden heute ziemlich wichtig sein, sind sie immer. Aber die Pace scheint heute einfach nicht so überragend gut zu sein. Und somit kann man natürlich mit einer guten Strategie eine Menge rausholen. Uns wird hier aber keine Einstopp vorgeschlagen. Also war das von mir vielleicht doch ein bisschen optimistisch gedacht. Ich würde aber vorschlagen, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann benutzen wir immerhin zweimal die Softreifen im Laufe des Rennens. Dasselbe peilen wir auch mit Lando an. Und die Strategie gefällt mir auch. Die könnte cool sein. Wir können nämlich am Anfang alles raushauen, voll pushen. Dann gehen wir auf die Mediums, müssen das irgendwie überstehen und können am Ende dann nochmal Vollgas geben. Ich glaube, das könnte sehr, sehr gut werden. Beide Fahrer lassen wir von Anfang an erstmal voll pushen, in der Hoffnung, dass vor allem Daniel es ein bisschen nach vorne schaffen kann. Bei Lando, ja, wenn er es nach vorne schafft, ist es cool, aber wichtig wird es vor allem sein, keine Position zu verlieren und so lange wie möglich, so nah wie möglich an den Punkten dran zu sein. Das ist er, der große Preis von Spanien. Das Startsignal erlischt und los geht's. Erstmals nach zwei Rennwochenenden haben wir kein einziges Auto am Start innerhalb der Top 10. Somit werden wir hier im Rennen ein bisschen mehr Arbeit vor uns haben. Das ist völlig klar. Das sieht eigentlich alles relativ ruhig aus. Keiner unserer beiden Jungs probiert es irgendwie mega aggressiv innen. Was aber auch ganz cool ist. Oh, Daniel konnte jetzt eine Position gut machen, während Lando leider eine verloren hat. Unmittelbar hintereinander sind unsere Jungs jetzt hier unterwegs. Norris versucht es wieder an Guan Yu Zhou vorbeizukommen. Der war derjenige, der ihn am Start überholen konnte. Aber Guan Yu ist nur auf den weiß markiert. Einen harten Reifen unterwegs hier am Start. Somit darf es eigentlich kein Problem sein, da vorbeizukommen. Für Lando nicht und auch hoffentlich für Daniel nicht, der hier jetzt ein bisschen out of shape kommt am Ausgang, aus dieser Kurve. Und Lando da vorne, da haben wir eine gute Sicht drauf jetzt von Daniels Cockpit aus. Der schnappt sich direkt Esteban Ocon, der jetzt allerdings kontern kann in dieser Highspeed-Kurve. Schafft Daniel etwas auf der DRS gerade. Natürlich noch ohne DRS, aber dennoch mit den erhöhten Einstellungen und dann reicht das gegen so einen Alfa Romeo auf Softreifen. Sehr gut. 12. 13. Ja, weder mega gut noch schlecht. Das ist voll in Ordnung. Guan Yu ist hier innen, ne? Ja, ja, der möchte nicht so leicht locker lassen. Oh, tut das auch nicht. Eiskalt hier innen rein. Ach komm schon, Daniel, wehr dich doch mal. Wie kann man sich denn da so leicht überholen lassen von einem Auto auf harten Reifen? Ich vermute mal, dass wir mit der Zwei-Stop-Strategie übrigens ein bisschen aggressiver sein können im Verlauf dieses Rennens. Norris konnte sich Ocon jetzt scheinbar endgültig schnappen hier auf Start und Ziel. Kommt vor auf Position 12 und 11 und muss jetzt Jagd machen auf die beiden Alpha Tauris, von denen einer auch auf Mediums ist, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Das ist natürlich die Chance jetzt mit diesen Softreifen, um da dann vorbeizukommen. Der, ja wie gesagt, der Fahrstil kann bei beiden erstmal auf aggressiv bleiben. Ich glaube, das können wir so durchziehen durch das Rennen, durch die Zwei-Stop-Strategie. Das hilft da natürlich enorm, weil man nicht so viel die Reifen schonen muss. Jetzt wird's spannend. Es wird das typische Duell. Gasly ist hier mal wieder. Tsunoda, den hat man noch nicht so häufig hier gesehen, obwohl wir es auch schon mit ihm zu tun hatten in einigen Rennen. Oh, ich freue mich drauf. Come on, Mann. Alles geben jetzt in dieser Phase.
Auch wir können natürlich versuchen, alles zu geben. Lassen beide Fahrer ein bisschen attackieren mit einem erhöhten ERS-Modus. Vor allem für Daniel wird es jetzt wichtig sein, endlich mal an Guan Yu vorbeizukommen. Bleiben wir auch mal beim Australier Onboard. Das ist mir wichtiger, dass er diese Position gut macht. Lando, solange der dran bleibt an den Alpha Tauris, können wir das später noch machen. Wenn wir hier jetzt allerdings ewig stecken bleiben, hinter einem Auto auf harten Reifen, dann haben wir auf jeden Fall keinen Spaß nachher vorbei. Jetzt hier vielleicht in den Kurven. Da sieht man schon, was er für einen Grip-Vorteil eigentlich hat. Aber den kann er noch nicht so wirklich besonders gut ausnutzen. Vielleicht jetzt mit dem DRS hier aus Kurve 9 hinaus in die neue Haarnadelkurve. Oh ja, schöner, mutiger Move. Jetzt muss das doch endlich auch mal reichen, um davor zu bleiben. Oder... Oh, bitte lass dich nicht wieder angreifen hier. Ey, dann drehe ich durch. Nein, 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 nein. Nicht hier in dieser Schikane. Oh, Daniel, was machst du? Verteidige das. Gott sei Dank. Die beiden Alpha Tauris geben es sich hier ordentlich zu Noda. Möchte an Gasly vorbei, der nur auf Medium-Reifen ist. Davon können wir jetzt natürlich profitieren. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, wie man so schön sagt. Vielleicht ja hier jetzt mit dem DRS, obwohl Norris dafür, glaube ich, ein bisschen zu weit weg ist. So ist es. Dann halt jetzt hier auf Start und Ziel. Tsunoda vorbei an Gasly und Lando. Ey, was machst du denn? Da hätte man doch locker auch vorbeigekonnt. Ach, komm schon. Voll zurückgezogen irgendwie. So sah das zumindest aus der Onboard-Perspektive aus. Sehr, sehr schade. Ich dachte schon, dass sowohl Tsunoda sich jetzt Gasly schnappt, als auch Lando. Übrigens habe ich unter der letzten Folge einen sehr, sehr hilfreichen Kommentar bezüglich des Sprits bekommen. Angeblich ist es so, dass der nicht für das gesamte Rennen berechnet wird, wie man es aus den Codemasters-Spielen kennt, sondern nur für eine Runde. Also haben wir jetzt bei Daniel für diese eine Runde 1,5 Runden zu wenig Benzin sozusagen, wenn man so möchte. Irgendwie so habe ich das verstanden. Auf jeden Fall bezieht sich das nicht aufs ganze Rennen und variiert deshalb zu Beginn des Rennens auch noch ein bisschen mehr als dann gegen Ende. Nun schnappt sich Lando endlich mal Gasly aus der langgezogenen dritten Kurve hinein in die vierte, da wo zum Beispiel die beiden Mercedes damals kollidiert sind, 2016. Sehr, sehr gut. Das ist jetzt Platz 10 für Lando und somit ein Punkterang. Und Daniel, der ist ja auch dran. Also wir haben auf jeden Fall die Chance, um wieder mit beiden Punkte zu holen. Sind hier sehr, sehr gut positioniert. Und jetzt sogar noch ein bisschen besser. Auch Daniel Ricciardo schnappt sich Gasly, der in der Zwischenzeit auch schon von Ocon überholt wurde, wie man sehen kann. Pierre scheint echt zu strugglen mit den Medium-Reifen. Esteban ist aber auch auf den Mediums, also verstehe ich nicht so ganz, warum ausgerechnet er da solche Probleme hat. Oh nein, Verbremser jetzt von Lando Norris! Nein! Oh Mann, Alter! Das kann doch nicht sein! Immer diese unnötigen Fehler, die uns so gute Positionen zunichte machen. Ey, Mann! Und das betrifft nicht nur Lando, das machen ja beide immer mal wieder. Ey, das gibt's doch nicht. Das war so gut! Wir waren auf 10, 11. Besser geht's nicht. Noch einer war unmittelbar vor uns. Tsunoda war das auf Platz 9. Jetzt muss das wieder so ein Comeback-Rennen werden hier von Lando. Ach, ich könnte kotzen, ey. Daniel, der macht uns hier aber stolz, so wie es scheint, schiebt sich vorbei an Esteban Ocon. Das möchte ich sehen, Daniel. Ich kritisiere den sehr viel, vielleicht auch teilweise ein bisschen zu Unrecht, halt auch aufgrund der Leistung, die er im Real Life bei McLaren zeigt, aber gerade macht das gut. Und auch im letzten Rennen hat er es schon gut gemacht, als er sich noch in die Punkte vorgefightet hat. Genau so muss es weitergehen, come on. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt geöffnet und Daniel scheint Probleme zu haben hier gegen Esteban Ocon, der sich vorbeischiebt, da Meter für Meter rankommt mit dem DRS und jetzt die Position auch klar macht. Obwohl der Honeybadger, der gibt sich nicht ohne einen Kampf geschlagen, hat jetzt allerdings vielleicht auch keine andere Wahl. Das ist halt eine Phase, in der... Ja, kein Stress, Daniel, ich hab's gesehen. Das ist so eine Phase, in der die Medium-Reifen jetzt vielleicht besser sind als die Softs. Einfach weil der Verschleiß hier schon ordentlich ins Spiel kommt. Was haben die anderen denn so für Reifen? Joe ist auf harten. Es ist ziemlich gemischt. Vorne relativ viele mit Mediums, aber auch, ja, echt ganz gemischt. Die harten Reifen, die sind allerdings nicht so oft vertreten. Kommt direkt eine Runde später der Konter an genau derselben Stelle. Ja, das sieht ganz gut aus. Rad an Rad wieder die beiden hier. Esteban hat aber leicht die Nase vorne, obwohl noch ist es nicht durch. Jetzt schon. Gemeinsam mit Ocon kommen wir aber ganz gut dran oder halten zumindest den Abstand aufrecht auf Tsunoda. Und der ist nicht weit weg, den sieht man da vorne. Also hier könnte mehr als nur ein 10. Platz sogar möglich sein. Der erste kommt bereits an die Box. Carlos Sainz, der wird sehr wahrscheinlich auch auf
Softreifen gestartet sein, so wie wir. Schön zu sehen übrigens, dass der sich so gut anstellt hier bei seinem Heimrennen. Er wechselt jetzt auf die Mediums und dann wahrscheinlich nochmal auf die Softreifen. Haben wir eine Chance für einen kurzen Moment davor zu sein? Nein, das sieht nicht so aus. Daniel hat jetzt aber die Chance, hier vorbei zu schießen, wortwörtlich an Ocon. Sehr gut. Nun wird es auch für uns Zeit, den ersten Boxenstopp zu erledigen. Gerade sind Russell und Tsunoda an die Box gekommen, wodurch Daniel jetzt vorkommt auf Platz 8 und Lando vermutlich auf Platz 12 wird es sein. Jetzt können beide nochmal alles rausholen aus diesen Reifen. Norris werden wir hinter Daniel reinholen, aber die haben eh einen relativ guten Abstand, sodass das da nicht zu Problemen kommen wird. Wir hätten insgesamt sogar noch ein bisschen aggressiver sein können auf diesen Reifen, merke ich. Ocon ist jetzt wieder vorbei übrigens an Daniel. Das ist gut zu wissen. Für die späteren Stints, oh, gelbe Flagge. Jetzt so ein Safety Car wäre natürlich ein absoluter Jackpot. Wer ist da abgerutscht? Oh, Tsunoda ist es. Tsunoda ist es. Das ist gut. Der war eigentlich vor uns und kommt hier gerade aus der Box, verabschiedet sich ins Kies. Das wird Daniel sich locker schnappen können, diese Position. Boxenstopp jetzt für Ricardo, der hier übrigens auf Medium-Reifen angezeigt wird. Das stimmt natürlich nicht, das waren die Softs am Start. Ist scheinbar noch ein kleiner Fehler dieses Spiels hier. Lando ist auch drin, direkt dahinter. Wow, wieder ein schöner Double-Stack-Boxenstopp unserer Jungs. Und so weit weg ist Lando gar nicht mehr. Es ist seine reine Pace, die ist voll da. Daniel konnte sich hier ganz knapp durchsetzen gegen Vettel und Schumacher. Die beiden guten Kumpels, die hier am Fighten sind, das ist wichtig gewesen. Norris kann hier auf jeden Fall nochmal rankommen und uns die Möglichkeit geben, mit beiden in die Punkte zu kommen. Insbesondere jetzt durch Tsunodas Fehler. Da kommt Pierre Gasly jetzt gerade aus der Box, der ziemlich früh drin war. Dafür, dass der auf Mediums gestartet ist. Sehr, sehr interessant. K-Mac auch mit einem Verbremser. Der spielt für uns, glaube ich, keine größere Rolle. War eh schon hinter uns. Aber ja, schaden wird das nicht. Das ist wahrscheinlich ein Konkurrent weniger, wenn Daniel es schafft, fehlerfrei zu bleiben. Und der ist auch gerade gar nicht mal hinter uns. Ist vor uns. Allerdings nur, weil er noch keinen Stopp erledigt hat. Aber der wird auch nicht mehr lange davor. Sein guter Ausgang jetzt aus der letzten Kurve. Und dann wird das ein Kinderspiel hier mit dem DRS. Sehr stark. Platz 11 jetzt schon. Und da müssen noch welche stoppen vor uns. Der wichtigste Mann wird wahrscheinlich Ocon. Joe sollten wir ziemlich sicher haben. Und die beiden sind aber nah beieinander. Also so ziemlich sicher sollte ich mir da vielleicht nicht sein. Vor allem, weil Guan Yu auf harten Reifen ist. Der kann eventuell eine 1-Stop machen. Gerade habe ich es angesprochen und schon ist Esteban Ocon an der Box, ist aber deutlich hinter Daniel. Da konnten wir den Vorsprung auf jeden Fall ausbauen, beziehungsweise konnten wir ihn sogar überholen. Der war ja davor vor den Boxenstops. Norris und Gasly werden hier ordentlich aufgehalten vom langsamen Magnussen. Können wir dagegen irgendwas anstellen? Hier auf dieser Gerade noch nicht, aber möglicherweise ja dann auf Start und Ziel. Das wäre relativ wichtig, um jetzt nicht den Anschluss total zu verlieren zu den Punkterängen. Mal schauen, schön das ERS rausballern. Das habe ich jetzt ein bisschen verkackt vom Timing her, aber dennoch ist der Topspeed sehr, sehr gut. Schönes doppeltes Überholmanöver vielleicht? Nein. Aber hier Gasly zu überholen wäre auch alles andere als verkehrt. Wäre vielleicht sogar mehr wert, als an Magnussen vorbeizukommen jetzt gerade. Das werden wir eh locker schaffen. Aber Gasly, das ist kein Selbstläufer. Der Mann ist verdammt stark. Muss sich jetzt allerdings geschlagen geben. Und Lando auch direkt hinterher vorbei an Magnussen. Starke Phase, starke Runde jetzt von Lando. Joe ist jetzt an der Box. Das wird Daniel auf Position 9 vorbringen. Somit wären es aktuell 2 Punkte für den Honey Badger. Ocon, der macht aber Jagd. Ist nicht weit dahinter. Lando wiederum ist nicht weit hinter Ocon. Das schiebt sich hier wieder zusammen zwischen unseren beiden. Nach Magnussen jetzt auch der zweite Haas-Pilot mit einem Fehler. Mick Schumacher in Kurve 1 im Duell immer noch gegen Vettel. Ich würde bei Lando gerne mal ein bisschen Benzin sparen. Den haben wir jetzt ein bisschen zu lange pushen lassen auf hohem Benzinmodus. Und ja, nach Imola, ne, da möchte ich dahingehend keine Risiken mehr eingehen. Daniel bekommt jetzt bald mal ein Problem gegen Ocon. Der konnte ranfahren und hat jetzt schon das DRS. Ja, was können wir da großartig machen? Wir können Daniel mal angreifen lassen ein bisschen. Die Reifen sehen noch ganz gut aus. Wenn das allerdings nicht reicht, ja, dann gibt es da nicht viel anderes, was wir tun können. Und offensichtlich hat das nicht gereicht. Ich hatte es schon befürchtet. Rad an Rad die beiden in dieser spektakulären dritten Kurve. Und dann setzt sich Esteban hier innen durch. Schade, jetzt heißt es dranbleiben. Und dran geblieben ist er. Kontert direkt gegen Esteban. Wir hatten relativ zeitgleich auch eine gelbe Flagge. Ist dabei Ocon was schiefgelaufen gleichzeitig eventuell?
Nein, das ist einfach nur ein Überholmanöver. Schade. Ich hatte gehofft, dass der sich vielleicht verbremst hat oder so. Einen Verbremser gab's aber bei Verstappen, auch in einem Duell, auch in dieser ersten Kurve. Boah, das ist hier ein ganz schön erbitterter Fight zwischen den beiden Ex-Teamkollegen aus dem Real Life bei Renault damals. Ocon jetzt wieder vorbei, das ist hier so ein Hin und Her. Aber das Gute ist, dass Ricciardo die Pace hat, um da dran zu sein. Vielleicht nicht, um zu jeder Zeit davor zu sein, aber das muss man auch nicht sein. Das Wichtige ist, dass wir am Ende der 66. Runde davor sind, Rad an Rad jetzt in die Schikane hinein. Boah, stark gemacht von Daniel. So wurde er vorhin ein paar Mal geärgert und so ärgert er Ocon jetzt zurück. Sehr stark. Unfall, mehrere Autos verwickelt. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach Safety Car. Wer fällt zurück? Können wir was erkennen? Es ist ein Safety Car. Es ist ein Safety Car. Okay. Was genau ist passiert? Ich möchte gerne eine Wiederholung sehen. Irgendjemand muss hier richtig heftig abgeflogen sein. Gasly und Joe. Gasly und Joe mit Problemen. Natürlich nutzen wir das Safety Car jetzt, um beide reinzuholen. Auch wie geplant für die Softreifen. Wir sind in Runde 40. Der Boxenstopp wäre zwischen Runde 44 und 50 geplant gewesen. Also geht das, glaube ich, schon klar. Natürlich dürfen die dann aber nicht voll aggressiv fahren. Die Alternative zu den Softs sind halt die harten Reifen, weil wir keine Mediums mehr haben. Also ja, macht das absolut keinen Sinn. Es müssen die Softreifen sein. Sehen wir uns erstmal an, was zu dem Safety Car geführt hat. Hier sehen wir Joe, Tsunoda und Gasly. Alle relativ nah beieinander auf Start und Ziel. Und dann verbremst sich Guan Yu Zhou. Schießt hier, wow, schießt hier Gasly raus. Und zwar ordentlich. Beide schlagen ein. Sowas sieht man nicht gerne. Aber für unser Rennen ist das gerade sehr gut. Was machen die anderen bezüglich Boxenstops? Ich sehe hier nicht so viele andere reinfahren gerade. Oh, oh, oh. Das könnte spannend sein. Daniel ist jetzt an der Box. Lando knapp dahinter. Das Safety Car ist ja auch noch an der Box, oder? Der gelbe Punkt. Das ist ein bisschen komisch. Das fährt jetzt erst los. Hat sich ganz schön Zeit gelassen da, der gute Bernd Mailänder. Lando war auch schon drin. Da ist alles gut gegangen. Waren jetzt nicht die schnellsten Stops der Welt. Aber sie waren in Ordnung. Und wir sind jetzt auf den Positionen 11 und 12 unterwegs. Und müssen... Oh, nicht mehr stoppen. Das war ein bisschen knapp gerade. Nein! Safety Car endet in dieser Runde. Was? Okay. Wir sind völlig abgeschlagen. Nein, wir haben es nicht geschafft, aufzuschließen zum Feld. Oh, das ist bitter. Warum? Warum? Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Die fahren ja absolut nicht schnell da vorne. Ja, super. Das ist jetzt natürlich toll. Das Safety Car kommt an die Box. Das Feld fährt los. Und wir sind hier ziemlich weit hinten. 23 Sekunden hinter Yuki Tsunoda. Der es aber auch nicht so ganz geschafft hat, aufzuschließen. Ja, gut. Dann, ja, gib mal Gas, Jungs. Mal schauen, was wir hier raus jetzt machen können. Ja, das ist bitter. Hätten wir aufgeschlossen, dann wäre das, glaube ich, richtig gut noch geworden. Aber so, ja, so wird es jetzt schwierig. Oh nein, hört auf. Okay. Hört auf, wenn ich das aggressive Verteidigen von Daniel da schon sehe, dann, nee, dann wird mir ganz, ganz ungut. Weißt du was? Nicht gegen Teamkollegen kämpfen, machen wir jetzt rein bei Daniel. Tut mir leid, aber Lando ist der Schnellere. Der hat nach seinem Fehler hier aufgeschlossen und so ein Duell, nee, Mann, das können wir jetzt nicht gebrauchen. Wir müssen versuchen, da wieder ranzukommen. Lance Stroll kommt jetzt an die Box, der eh schon hinter uns ist. Aber das ist ein gutes Zeichen. Hier werden noch einige Boxenstops erledigt werden. Und wir sind nicht so weit weg. Wir sind 15 Sekunden ungefähr hinter Yuki. Das ist kein kompletter Boxenstopp, auf keinen Fall. Oh, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Reifen. Lassen wir beide diese mal ein bisschen schonen. Das sieht nicht so toll aus. Oh, Daniel ist schneller oder was? Nein. Ah, das gibt's doch nicht. Was ist denn das jetzt für eine Situation, Jungs? Warum tut ihr mir das an? Könnt ihr mir das mal erzählen? Ich weiß es nicht. Die ganze Zeit ist Lando schneller. Dann sind die jetzt hier auf einem Haufen. Dann ist er nicht mehr unbedingt schneller, so wie es scheint. Oh, Mann. Ja, aber nee, da müssen wir konsequent sein. Nicht gegen Teamkollegen kämpfen, Mann. Ihr fahrt hier jetzt hintereinander her. Das ist mir völlig egal. Russell und Sainz kommen jetzt an die Box. Mit denen werden wir wahrscheinlich nicht viel zu tun haben. Mit so einem Tsunoda, aber definitiv. Wo sind denn Russell? Die begeben sich schon zur Boxenausfahrt jetzt. Die werden wir nicht bekommen. Tsunoda erledigt jetzt aber seinen Stopp. Da werden wir locker vorbeiziehen mit beiden Fahrern. Wer ist das hier vorne? Ist das George Russell? Wow, so knapp ist das mit Russell hier. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Ah, Daniel ist mir hier gerade zu schnell. Der hängt Lando im Getriebe. Das ist der Wahnsinn. Vielleicht sollten wir es lieber andersrum machen. Bei Lando dieses nicht gegen Teamkollegen kämpfen reinmachen. Und Daniel vorbeiziehen lassen. Ich habe echt das Gefühl, dass der gerade schneller kann. Und er hat auch noch etwas frischere Reifen. Wenn auch nur minimal, swappen wir die Positionen mal. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit dieser Situation. Aber ich hatte den Eindruck, dass Daniel schneller konnte. Der war so nah dran, auch in den Kurven. Das ist ja immer ein klares Zeichen dafür.
Und ich glaube, was Boxenstops angeht, war es das noch nicht. Genau, hier sind einige weit vorne auf Medium-Reifen, die mit denen es schwierig wäre, bis zum Ende durchzukommen. Und die kommen jetzt auch rein. Auf welche Positionen befördert uns das? Auf jeden Fall werden beide Autos in die Punkte kommen, oder? Das hoffe ich zumindest mal. Onboard hier mit Lando. Wir sollten vielleicht zu Daniel switchen, der ja jetzt vorne unterwegs ist. Das wird ganz, ganz knapp bei ihm gegen Valtteri Bottas. Er schafft es aber nicht vorbei. Und somit konnten wir uns keinen von denen schnappen, der da gerade drin war. Schade, Ocon, der führt das Rennen jetzt an zwischenzeitlich. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Wenn der eine vorne ist, dann ist der Hintermann schneller und umgekehrt, oder was? Wie soll man das denn richtig managen? Ich weiß es nicht. Ein bisschen Sprit können wir auf jeden Fall mal rausballern. Durch das Safety Car wurde da ordentlich was gespart. Das ist der Wahnsinn. Ocon ist jetzt an der Box. Boah, selbst gegen den wird das aber knapp. Ich dachte, dass das einer wäre, den wir uns locker schnappen könnten. Von locker kann hier aber nicht die Rede sein. Und der ist auch auf frischen Softreifen jetzt. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Das Maximum scheint ein 10. Platz zu sein. Der nächste große Unfall. Mehrere Autos verwickelt. Schon wieder das nächste Safety Car. Das hilft uns jetzt sehr mit dem Reifenverschleiß. Wir kommen aber nicht an die Box. Es ist auch nur ein VSC. Was machen die denn hier heute alle? Wer war diesmal verwickelt? Jemand vor uns vielleicht? Ja, es wird jemand vor uns gewesen sein. Russell, Hamilton und ich glaube, es ist Verstappen, sehen wir hier gerade. Der kommt von der Strecke ab. Es ist übrigens Perez, nicht Verstappen. Und schießt hier Russell raus. Wow, das ist frustrierend für George. Der konnte da gar nichts für. Einige nutzen diese Safety-Car-Phase, um an die Box zu kommen. Gut, Perez und Russell, das ist klar. Die haben beide Schaden, mussten reinkommen. Platz 8 und 9 jetzt. Das Virtual Safety-Car ist gleich zu Ende. Ballern wir die Einstellungen somit mal wieder hoch. Und dann kann es jeden Moment losgehen. Mir macht die teaminterne Situation noch so ein bisschen Sorgen. Lando scheint gerade schneller, aber wenn die Positionen umgekehrt waren, schien es andersrum. Und beide haben jetzt ein bisschen Zeit verloren während des VSCs. Tsunoda ist hier auf einmal dran. Ja, sag mal, Jungs, seid ihr hier am Pennen oder was? Was ist denn das? Ich glaube, wir müssen diesen Befehl hier bei Lando rausnehmen. Lassen wir die fahren. Lassen wir die fahren. Das macht keinen Sinn. Es soll einfach der Schnellere hier vorne sein. Ich glaube auch, dass so ein Fight immer noch schneller ist, als wenn der Hintermann dann immer dahinter bleiben muss, obwohl er vorbei könnte. Das ist auch nicht zielführend. Ja gut, das Benzin dürfte jetzt nicht mehr zu einem Thema werden in diesem Rennen. Zumindest jetzt gerade noch nicht. Da können wir ruhig ein bisschen mehr rausballern. Der Fahrstil, der kann jetzt mal auf ausgewogen bleiben. Solange wir hier aber in dieser Formation fahren, wird es wahrscheinlich für Tsunoda relativ schwer vorbeizukommen, weil Lando immer das DRS auf Daniel haben wird. Und dann ist es aber vielleicht, wenn man es so sieht, doch besser, die nicht fighten zu lassen. Oh, ich mache das hier nicht souverän, ich weiß. Ich bin ein bisschen überfordert mit der Situation. Lassen wir es mal so, weil dann, dann hat der immer das DRS, ist schnell genug, um vor Tsunoda zu bleiben, aber kommt nicht auf die Idee anzugreifen und beide Zeit zu kosten. So ist die Theorie zumindest. Ja, aber seht mal, okay, jetzt fighten die hier doch, oder was? Also zumindest konnte Tsunoda gerade nicht angreifen. Ja, Lando, was tust du denn? Nicht angreifen ist hier die Anordnung gewesen, das tut er auch nicht, aber fährt trotzdem daneben, um beide schön Zeit zu kosten, oder was? Ah, jetzt könnte der Spaß erstmal vorbei sein. Tsunoda ist vorbei an Norris und konnte sich auch Daniel direkt kurz darauf in dieser Runde schnappen. Oh, ja, ich glaube, das geht auf meine Kappe. Ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Es war auch echt ganz, ganz schwierig, das zu managen. Aber komm, dranbleiben. Die Reifen sind noch ganz gut, obwohl, das ist vielleicht auch übertrieben. Immerhin ist aber noch definitiv nichts verloren. Das auf keinen Fall. Tsunoda ist hier jetzt auch nicht übermäßig schnell. Nein, warum ziehst du denn so zurück? Komm, jetzt lassen wir Lando auch überholen, wenn er das denn tun möchte. Der ist hier dran, aber greift noch nicht an. Russell ist jetzt der Mann, den es hinter uns zu halten gilt, um mit beiden Autos in die Punkte zu fahren. George könnte gut und gerne auch ein bisschen Schaden haben am Unterboden oder so, nachdem dem Perez ja so reingekracht ist. Das war gerade kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir haben über 3 Sekunden Vorsprung, 4 Runden vor dem Ende. Lando schnappt sich Daniel jetzt oder nicht? Also ich hätte es gerne, ich habe nichts dagegen, wenn der überholt, aber dann soll es halt schnell gehen und nicht so ein unendliches Duell werden. Oh, Perez und Russell hier hinten jetzt am Fighten, das hilft uns ein bisschen. Oh, Lando beklagt sich über seine Reifen. Tires changen können wir jetzt nicht mehr. Du kannst die mal ein bisschen schonen. In der Hoffnung, dass das jetzt noch 2 Runden lang gut geht. Am besten innerhalb der Top 10. Checo ist jetzt hier übrigens dran. Aber es ist noch eine Überrundung dazwischen. Der geht hier aber gut aus dem Weg. Daniel wird jetzt wahrscheinlich vorbeiziehen können aufgrund des sparsamen Fahrstils von Lando. Okay, beide immer noch innerhalb der Punkte.
Wir switchen jetzt den Fokus erstmal auf Perez und Norris. Das ist jetzt das, was es zu schaffen gilt. Irgendwie Checo hier hinter uns zu halten, sodass wir mit beiden Fahrern in die Punkte kommen können. Sehr viel wird da nicht zu machen sein, aber es sind nicht viele Runden. Somit könnte es gut gehen. Tut es allerdings nicht. Ärgerlich. Und George Russell wird auch direkt attackieren. Checo schnappt sich auch Daniel. Oh nein, das sieht leider gerade gar nicht gut aus. Es könnte gut und gerne passieren, dass wir am Ende leer ausgehen. Daniel hat jetzt Russell hinter sich. Oh Gott. Die nächste Runde ist die letzte. Deshalb kommt Daniel, hau da alles raus, was irgendwie geht. In der Hoffnung, dass wir hier zumindest mit einem Auto Punkte holen. Das war ganz, ganz chaotisch, schwierig zu managen. Wahrscheinlich war es auch teilweise von meiner Seite nicht perfekt. Aber es wurde uns halt auch von Fahrerseite nicht leicht gemacht. Das definitiv. Letzte Kurve. Jetzt hat Daniel noch das DRS auf Perez. Ich glaube, vielleicht knapp, obwohl der Heckflügel hier nicht aufgeht. Also hat er es nicht. Jetzt kommt Russell hier an. Wir können nichts machen. Die Einstellungen sind so hoch wie möglich. Es liegt an Daniel, diese Position hier irgendwie zu verteidigen. Es geht hier außen. Das ist machbar. Aber der Mercedes ist schnell, hat frischere Reifen. Außenrum jetzt in Kurve 3. Oh, da sehe ich leider schwarz. Das könnte ganz, ganz übel hier ausgehen. Oh Mann, vor gar nicht so langer Zeit waren wir 8. und 9. Okay. Jetzt sind wir 11. und 12. auf den beiden vielleicht undankbarsten Positionen. Wir können nichts machen. Der kann hier voll attackieren. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, um vorbeizukommen. Oh Mann. Die letzten paar Kurven. Carlos Sainz gewinnt hier sein Heimrennen. Das ist natürlich mega. Und für uns wird es ein ganz, ganz enttäuschender 11. Platz und ein 12. mit Norris. Ja, ich weiß nicht. Man hätte es besser machen können, als die gefightet haben. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob da so viel mehr möglich gewesen wäre. Was es uns eigentlich wirklich kaputt gemacht hat, war der Fakt, dass wir es nicht geschafft haben, auf die Safety-Car-Schlange aufzuschließen. Das hat uns 20 Sekunden ja fast gekostet auf die Konkurrenten. Wären wir dran gewesen, dann hätte es hier ganz, ganz anders aussehen können. Ja, also ich weiß nicht, was es da zu applaudieren gibt, aber okay. Daniel hat es immerhin stark gemacht, konnte 4 Positionen gut machen, aber keine Punkte sind keine Punkte. Boah, Alpha, ein 5. Platz, 10 Punkte mit Bottas, die Alpines beide ziemlich weit vorne. Das wird uns wehtun in der Konstrukteurs-WM. Die Fahrer-WM sieht jetzt so aus und hier, ja, wir verlieren keine Positionen, das ist die gute Nachricht. Aber es sind jetzt 27 Punkte Rückstand auf Alpine. Und das war's jetzt auch schon von dieser Folge vom F1-Manager. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch dieses bittere Rennen gefallen hat. Es war nicht perfekt gemacht von mir, war auch ein bisschen unglücklich teilweise während dieses Safety-Cars eben. Aber das sind so Sachen, aus denen man lernen muss. Und die passieren halt einmal und dann hoffentlich nie wieder, obwohl die Situation echt schwierig war. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder in Monaco im Fürstentum. Beim Highlight der Saison könnte man vielleicht sagen, da wird es wichtig sein, dann stark zurückzukommen und wieder ein paar Pünktchen auf Alpine aufzuholen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!